Hallo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khaled und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Mafia 1. Ja Freunde, wir waren ja zuletzt in einem Bordell, mussten uns ein paar Informationen rausholen und ein paar Leute bedrohen. Und ja, ich würde sagen, wir reden wie immer zum Intro nicht viel drumherum, fangen direkt weiter an mit den nächsten Parts. Ich hoffe, das Ganze hat euch bis jetzt gefallen und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. Intermezzo. Himmel, Herrgott, Tommy. Sie gestehen gerade eine Schießerei in einer Kirche. Und das war erst der Anfang. Sie wissen, dass ich Sie sofort einbuchten lassen könnte, bis Sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn Sie denken, dass Sie damit durchkommen. Aber dann wüssten Sie nichts über Morello. Hallo. Tut mir leid fürs Warten. Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch, bitte. Und mehr Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Wir mussten nur 7, 8 Monate warten. Die Cops waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Ghilotti mithalf, damit der sich um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der Penner wusste vor uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise ein Spitzenverdiener hat zu viele Highballs, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Pauli roch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun. Außer trinken und Spaß haben. Und jedes Mal, wenn ich zu Salier war das Sarah. Es war ein gutes Jahr. Bis Frank... Der Konziliere des Don. Ja, genau der. Hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Die Leute in der Stadt reden... Große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Geld will ausgegeben werden. Dann geh am Sonntag wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Werd nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Hattest du mal einen Hund? Klar. Einen kleinen Köter als Kind. Mit 8 oder 9, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cerneco dell'Etna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen. Setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Ist sie alt geworden? Nein. Trächtig. Sie war läufig, riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran. Du bist wie sie, Tommy. Jedes Mal, wenn du mit Geld protzt, bist du wie eine läufige Hündin. Und jeder in der Bar will es dir besorgen. Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? War ziemlich deutlich. Gut. Denn du musst an deine Karriere denken. Pauli kommt nicht weiter. Er ist der Richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiten. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy, du kannst diese Stadt mal haben. Ich weiß das zu schätzen, Frank.
mit dem Mond? Der Don wollte sie ersäufen. Hab ihm die Nase gebrochen. Du kannst mich hier rauslassen. Von mir, Tommy. Und da sprach der Konziliere. Keine Ahnung, wie der immer noch heißt, ich nenne die Konziliere. Ein Ausflug aufs Land. 1833. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Guckt euch mal dieses Restaurant an, wo wir uns ja auch mit dem Kopja gerade hier da hinten getroffen haben. Boah, sieht geil aus. Weißt du, es tut gut, Sarah endlich wieder lächeln zu sehen. Ja, die gute alte italienische Küche. Mit Abstand eines meiner Top-Favorite-Küchen. Definitiv. Frank, er kommt zur Werkstatt hinter der Bar. Damals hat der Boss mit Peppone gearbeitet. Und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Einen geschmierten Politiker. Er stürmte. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto und Ralphie und triff Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Wett gemacht, Boss. Wett gemacht. Hab ich ja was gesehen. Danke, Ralph. Achso, hier kann man auch rein. Okay. Aber was, hier ist doch der Raum von Don. Da hinten, ja. Kann man ja ein bisschen schnüffeln, ist ja nicht verboten, ne? Erhalten in 318 Southside London. Besuch wie geplant, bestätigt. Achso, okay. Nix. Nicht wichtig. Nicht wichtig, dann gehen wir mal zurück. Können wir auch eigentlich hier durch? Geht auch, oder? Geht auch. Ich soll zur Lagerhalle fahren. Oh. Mann, jetzt muss ich wieder zurück. Kein Bock, ein Auto zu klauen, bevor die Bullen mir da wieder an die Fersen gehen. Nee. Nee. Späte Arbeit? Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann, er hält uns auf Trab. Morello hat die Finger überall sonst drin, Ralph. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo müssen wir vorne sein. Nun, ich richte nur die Autos, Tom. Hab die Kennzeichen nochmal getauscht. Vorsichtig bleiben. Wir sehen uns morgen.
Freunde, ich bleib bei meiner Theorie. Er ist 100% einer, der nur so tut. 100 Pro. Hier, der nächste super... Was ist eine andere Sorte von Sticker? Boah, die Teile habe ich auch immer geliebt. Bei... Boah, wo war das nochmal? Nicht Need for Speed. Nicht Too Fast and Furious. Wie auch immer. Hier, Hebebühne. Was ist das denn? Das ist eine Drehbank? Sagten wir jetzt gerade. Ah, das ist ein Motor. Das ist ein Motor. Nutzfahrzeuge wahrscheinlich. Okay. Ja. Oldschool Feeling kickt richtig gut rein, Freunde. Sehr geil. Was haben wir hier? Schraubenschlüssel oder wie das auch heißt? Nein, nicht Schraubenschlüssel. Wie hieß das nochmal? Ah, ne, das ist eine Schleifmaschine hier. Nice gemacht. Ja, hier Standbohrmaschine. Ich das wieder sehe, wird mir wieder sauer im Magen. Ja. Oh Mann. Was haben wir hier? Mach mal ein extra Büro. Wenn der Wer bist du denn? Achso. Schlafe ich einfach heute Nacht. Das ist dein Zimmer hier, okay. Ersatzreifen. Hier ein Fuchs. Grüße gehen raus an Andy. Einfach hier der Fuchs. Ausgestopft. Oh Gott, Alter. Also ich finde Werkstätte richtig cool so. Aber niemals was für mich zum Leben. Ah, seine Mutter. Okay. Auf gar keinen Fall ist das was für mich zum Leben. Auf niemals. Dann fahren wir mal zu Salieris Lagerhalle und sehen uns gleich wieder. Boah, hier sind ja ohne Ende Bullen. Ist irgendwas passiert da? Ah, abgesperrt, okay. Bleibst du stehen, Mann? Freunde, mich würde es mal gerne interessieren, falls ihr mal... Gibt es irgendjemanden, der das hier sieht, der mal in New York war, wirklich auch ehrlich ist und nicht einfach schreibt, ja, ich war in New York. Mal wirklich, war die mal wirklich in New York und ich weiß, man kann nicht alles auf einmal besichtigen innerhalb ein paar Tage oder so. New York ist doch viel zu groß, ist genauso wie Istanbul oder Berlin. Aber ganz, jetzt mal ohne Spaß, wer von euch war mal in New York, schreibt es mal gerne rein. Würde mich sehr gerne freuen, mal eure Erfahrungen zu machen. Ich würde sehr, sehr gerne mal nach New York fliegen. Natürlich auch L.A. ist die Stadt, wo ich so viel mit GTA verbinde und Hip-Hop-Hood und ganzen alten OG-Filme. Auf jeden Fall würde ich mal gerne eines Tages dahin. Und ja, auf jeden Fall würde ich mich sehr gerne interessieren. Heute ist das ja ganz, ganz anders als hier in diesem Spiel hier gerade. Hat sich ja sehr viel verändert. Migration ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema da. Aber wir wollen ja hier keine Politik hier betreiben, sondern nur unsere Erfahrung, unseren Spaß hier haben. Und ja, auf jeden Fall, schreibt es mal gerne rein, wer von euch mal in New York oder gerne auch Los Angeles mal war. Würde mich sehr gerne freuen. So, Freunde, und da sind wir auch schon. Bei Salieris Lagerhalle. Los, Tom! Hey! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade getrocknet. Tut mir leid. Kennst du die Farm? Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Zu Schuhscheiße und Selbstgebrannten. Das ist eine ganz einfache Nummer. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigi's kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach, komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf
mich wartet nur eine Couch. Was sie wohl für Geschichten über ihren Papst zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt! Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Das weckt ihn auf. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Nur falls Frank recht hatte. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu Sam. Was haben wir da? Ja, eine Schrotflinte. Okay. Jemand hat heute hier gewartet. Ein Radio. One quarter out of work. Okay. Ja, Freunde, da könnt ihr halt Pause drücken. Ich habe leider keinen Kopf zum Zeitung lesen jetzt gerade. Eine Mistgabel. Der Typ, der sich drum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Wir waren gerade im Fragezeichen. Ja. Okay. Und guck mal gerade eben, was mit der Kameraeinstellung ist. Weil das ist mir irgendwie zu nah und dann wieder zu weit, ich weiß nicht. Verwahrlost hier. Oh, da ist jemand. Wer erschießt den Hund? So, ein Schäfer. Hier stimmt was nicht. Ja. Auch gebe ich dir recht. Mr. Farmer tot aufgefunden. Okay. Sein Wetter. Wo zur Hölle versteckst du dich?
Hey, Kumpel! Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die harte Tour. Also gut. Hierher! Ich hab ihn fest! Okay, Freunde. Steuerung mal wieder voll für den Arsch. Geht außen rum, außen! So, jetzt mal viel Munition holen. Das ist doch mal was. So, dann holen wir uns mal die ersten Infos. Corpse Farm 9 Uhr, County Road Richtung Norden 2 Meilen. Bei Tankstelle rechts Schild Richtung Damm folgen, eine Meile dann links nach Brücke. Werde ich doch da so gleich wieder vergessen, aber egal. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in die andere Farm da rein. Beziehungsweise hier diese. Nichts hier fühlt sich richtig an. Nochmal so ein Medipack. Eingetroffen bei 99 Cox, Bell, Ottawa. 1. Februar 16 Uhr. Kanadische Nachbarn treffen am üblichen Ort. Onkel ist froh, dass das Geschenk unterwegs ist. Das war eine Falle. Ja. Guten Morgen. Ja, was haben wir hier? Hier nicht. Okay, da waren wir. Da waren wir auch, ne? Ne, hier waren wir nicht. Ich bin's, Tom! Pauly! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten. Oh Gott. Sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Ich stehe auf meiner Gehaltsliste. Der Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Vergiss es, Tom. Sam finden und verschwinden.
Okay, dann suchen wir mal Sam weiter. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle. Mist. Die sind schwer bewaffnet. Dagegen sind die vom Lost Heaven PD Pazifisten. Sam? Sam! Wo zur Hölle bist du? Geht das etwas leiser, Polly? Oh, hier sind Blutflecken, Blutspur. Oh Gott. Tommy! Das musst du dir ansehen. Gott. Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Molotow. Wie lange haben wir eigentlich? Zwei. Obwohl wir davor so viel gesammelt haben. Überprüft alle Gebäude. So, da seid. Oh, da sind welche. George, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Salieris Whisky-Übergabe heute Nacht stattfindet. Unser gemeinsamer Freund will, dass kein kanadischer Fussel mehr in die Stadt gelangt. Sei mit deinen Männern um 21 Uhr bei der Farm, über die wir geredet haben. Warte die Nacht hindurch und sag den Jungs, sie können die Samthandschuhe ausziehen. Sie können als Dank für die Reise nach Süden etwas Fussel heimbringen. Okay. Ja, die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Jetzt noch dieses Gebäude. Da oben in der Scheune ist was, Tom. Ich will nicht. Bitte. Please. Scheiße, ich wusste es. Scheiße. Tom! Sam hat's erwischt! Kommt schon, Leute! Weiter! Wir haben keine Munition mehr. Nimmt ja gar keinen Schaden an. Ja, genau, Alter. Echt, ey, boah. Geht der mir auf den Sack, Mann. Was ist das denn? So, auf ein neues. Ihr kommt schon, Leute. Weiter.
Munition, los! Guck mal, ich hab dich doch getroffen! So, bevor ich jetzt aber weitermache, wird erstmal Munition eingesammelt. Mac. Gott sei Dank! Wir müssen zu ihm! Gib's ihm! Mehr gibt's nicht? 45, ein Witz! Und 33. Passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Hey, Polly. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Nein, nein, ich denke nicht. Okay, 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 halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey, du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Okay. Scheiße! Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar. Klar haben wir das. Oh, oh, da kommen die Nächsten. Da kommen die Nächsten, Freunde. Kommt mal her. Ja, keine Munition mehr. Hilf mir, Tom! Ich bin verletzt! Man muss sich einen Klaublick gedulden. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition erstmal. Ich brauche jetzt erstmal Munition.
Extraktor und ein Medipack. Wo bist du? Wo ist der Scheiß? Da. Boah, die Steuerung. Ach, ist überhaupt nicht meins, Alter. Und beim Zielen, Alter, hast du voll die Probleme. Oder ich mache es mir noch viel zu schwer. Eins von den dreien. Oh, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Alles gut. Alles gut. Warte, erstmal ein bisschen Molotow hier. Ein bisschen saufen. So, hier. Da. Scheiße. Aber komm, mit Mickey Mouse Pflaster. Wo ist der verdammte Truck? Scheiße, da sind Bullen! Ja, und jetzt? Was soll man machen? Abknallen? Tony und Donny auch? Ja. Gottverdammtes Massaker. Wie geht's Sam? Naja, halbwegs stabil. Ich wollte... Was? Komm, Lumpel. Es geht nach Hause. Ich brauch den Arzt, Polly. Durch! Okay. Wir finden dich wieder zusammen. Okay. Polly! Noch mehr Gesellschaft! Okay. Rein da. Ich bin hier. Munition und Thompson sind da hinten irgendwo. Wenn sie hinter uns sind, verpasst du ihnen. Lass sie bloß nicht an uns vorbei. Das ist ein Mörderding! Wo zur Hölle kommt der Truck her? Das kann was werden. Lass sie abkommen! Los, gib's ihn! Gute Nacht, Arschloch! Haben wir sie abgehängt? Glaub nicht! Sie kriegen Verstärkung! Yeah!
hängt auf dem Fahrrad die ganze Zeit. Wieso fliegt er nicht? Wieso fliegt er nicht? War so klar, Alter. Linke Geschützlarm, wenn das Feuer kurz stoppt. Doch sie laden nach. Jetzt schieß endlich. Jetzt, Tommy, sie laden nach. Sie laden nach. Schießen. Bruder, ich ziele locker 10 Sekunden auf den Fahrer und der Fahrer fährt noch weiter. Sehr logisch, Alter. Sehr logisch. Linke Geschützlarm, wenn das Feuer kurz stoppt. Sie laden nach. Geschießen. Jetzt schießen sie. Hast du da oben? Sie laden nach. Na, Bruder. Ich hab da drauf geschossen, Mann! Linke Geschützlarm, wenn das Feuer kurz stoppt! Wenn das Feuer kurz stoppt, dann sag das doch früher! In die Frontscheibe. Ah, eine Kurve. Ja, Bruder. Davon kannst du mehr haben. Yes. Holly, los, fängt sie an. Geschafft. Geschafft.
Junge! Okay, wir sind da. Komm, du trägst Sam raus. Ich weck den Doc. Sam! Sam! Geschafft! Wir sind jetzt... Ich schulde dir schon 3. Pauli, was zur Hölle machst du hier so spät? Hey, guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber es gab einen kleinen Unfall. Wir haben einen Verletzten. Gut, bring ihn rein. Okay, danke. Okay. Ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon... Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Geh, Tom. Ich schaff das. Ja. Ja. Okay. Hey. Ja, Freunde, da haben wir das auch durch, haben wir den Sam zum Doc gebracht, und zwar einen sehr reichen Doc, wie man gesehen hat. Und ja, war auf jeden Fall eine interessante Folge, und jetzt müssen wir zu Sarahs Wohnung fahren. Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant gewesen, dass man auch da wieder Schmierlappen gesehen hat. Die auch damals angezogen waren, ne? War ja ganz anders als... Ja, okay, hier war das ja auch in den 30ern oder 20ern ähnlich. Aber trotzdem sehr komisch, wenn man die sich immer so angeguckt hat, sahen die immer so alt aus. So, da sind wir bei Sarahs Wohnung gleich. Du bist spät. Das Essen ist kalt. Arbeit. Ich bin auch platt wie eine Flunder wie er. Heirate mich. Okay. Kapitel abgeschlossen. Ein Ausflug aufs Land. Und da haben wir die nächste Trophäe. Kanadische Nachbarn. Freunde, vielen, vielen Dank fürs bis hier hinschauen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Mafia Definitive Edition Mafia 1. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Euer Khaled ist draußen. Und ciao.